Hallo Hallöle, wir sind hier wieder bei Destiny 2, machen weiter auf dem Mars. Mit dabei ist wie immer der Bacon. Hi, hi. Und unser Shadowrunner. Ganz genau, und ich bin wie immer der Anführer. Es liegt ein Problem vor, dessen du dich annehmen musst. Die Vorhut hat sich mit den existierenden Bray-Archiven vertraut gemacht und wir haben Hinweise auf den Hephaistos-Index gefunden. Der Index ist eine Waffenentwicklungsdatenbank. Sollte es unseren Feinden gelingen, darauf zuzugreifen, könnten sie ganz leicht gefährliche Artillerie rekonstruieren. Ich habe mehrere Zugangsterminale mit den Daten gefunden. Zerstöre sie. Hat er gesagt, Zugangsterminale? Ja. Heißt das nicht Terminals? Ja, Deutsch ist es ein Terminal, zwei Terminale wahrscheinlich. Naja. Ja. Das passiert halt, wenn du Dinge total direkt eindeutig übersetzt und nicht ordentlich. Müssen wir da hoch? Man hätte es wahrscheinlich ordentlich Zugangskonsole nennen können. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir hin müssen. Das auf scheint hier auf dem Dach zu sein, ne? Auf der Karte. Hier ist übrigens eine Kiste. Pfeile. Genau, die weißen Pfeile. Und ich denke mal, das könnte. Ja, ich bin gerade ein paar Meter von euch weggespawnt, weil ich an einer ganz blöden Stelle runtergesprungen bin. Ja, aber es scheint jetzt. Eigentlich ist das hier. Aber es wurde mir jetzt wieder kurz angezeigt, dass es runter sei. Aber ich habe da gerade keinen Eingang gesehen zu dem Gebäude. Oh. Ich laufe noch einmal rum. Schauen wir mal. Hier ist eine Konsole. Kannst du hier was anklicken? Moment, ich komme wieder rüber. Oder bist du oben drauf? Ich kann hier nichts anklicken. Nee, das ist nicht anklickbar. Hier unten. Ja, das ist nicht anklickbar. Das ist aber genau das, wo es hinzeigt. Warte mal, da steht Zerstöre. Ich kann Schaden drauf machen. Oh, ja. Das war mal wieder zu einfach. Terminal gibt's nicht mehr. Ausgezeichnete Arbeit. Zerstört das nächste. Ja, machen wir. Wobei der weiße Pfeil auf einmal verschwunden ist. Ja, bei mir auch. Aber ich weiß noch ungefähr, wo er war. Ich laufe da einfach mal hin. Zumindest die grobe Richtung. Ja, jetzt sehe ich es wieder. Ja. Jetzt ist wieder. Es schwankt. Ich seh's. Oh, hier ist ein orangener Gegner. Ja, okay, das war jetzt mit. Hey, eine Kiste. Und Gegner. Einen Mars-Token. Juhu. Und noch eine Kiste. Das ist ja heute hier der Wahnsinn. Das hier drin oder draußen? Da vorne ist ein Seraphit. Da oben? Wo? Da vorne? Hey, Moment mal. Ach, da. Hier war das Zeug. Damit wir uns ungestört unterhalten können. Savala hat recht, dass es ein Risiko ist. Aber du kannst doch nicht so einfach Geschichte löschen. Ich verstehe, wie du dich fühlst, Anna. Aber was schlägst du vor? Tu, was Savala will. Nur fertige mir eine Kopie an. So kann ich den Index untersuchen und Savala muss sich keine Sorgen machen, dass unsere Feinde ihn in die Hände bekommen. Na gut, hoffentlich. Wir kümmern uns drum. Dann besorgen wir uns mal die Backups. Ob es sich lohnt. Nein. Genau.
Ja, und ich bin ein Einhorn. Bist ein Einhorn? Ja. Ah ja. Wenn der Becken fliegen kann, dann kann ich ein Einhorn sein. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht als einziger hier abgestiegen. Nein, das bin ich. Oh, nutzen wir doch meine Raketenwerfer. Ich glaube, hier vorne geht's rein. Da steige ich gar nicht mehr auf. Da sind ganz viele Gegner. Hey. Genau das, was wir brauchen. Ah ja, da sind ein paar. Ach, hier waren wir doch schon mal. Hüter gefallen. Oh. Was hast du gemacht? Runtergefallen? Ja, ich bin extrem blöd gesprungen. Hier ist ein Seraphit. Und konnte nicht nochmal nachspringen. Ich höre schon wieder Kampfgeräusche. Mal hier, bis alle da sind. Ich bin schon drin. Shadow ist eh schon weiter. Ah. Ich konnte es wieder nicht abwarten. Hier ist ein Würfel. Ein schwebender welcher. Naja, den kann man auch nicht nutzen, da wird eine Override-Frequenz benötigt. Die bekommen wir bestimmt hier. Vorläufige Verbindung zwischen dem Netzwerk und Annas Anlage herstellen. Verbindung steht. Sieht aus, als ob die gelöschten Daten noch auf zwei Backup-Serverstücken sind. Beschaff sie mir, dann kann ich sie zusammenbasteln. Kleine Komplikation. Die Schar hat euch aufgespürt. Die Schar ist kein Problem für uns. Selbst wenn sie eingefroren ist. Halt ja nur das Netzwerk offen. Moment, du hast da neben dir Besuch? Jetzt nicht mehr. Oh, guten Tag. Ich habe hier einen großen Freund. Das geht immer noch nicht. Keine Power-Munition, das ist ja ärgerlich. Ah, ich habe hier eins. Achso, ich habe gerade eben schon eins der Terminal gehackt und jetzt gerade habe ich angefangen, das zweite zu hacken. Ja. Ich dachte mir, ich ignoriere einfach mal die Gegner. Zum Hauptterminal. Oh ja, komm gleich. Beginne den Zusammenbau. Warum habe ich das Gefühl, dass da gleich nochmal Gegner kommen? Sie helfen, Savala. Der Hephaistos-Index ist eine unglaubliche Quelle. Wir dürfen sie nicht verlieren, aber du musst mir vertrauen.
Schöne Bomben. Müssen das so machen wie in Filmen, immer rufen Granate. Wäre das ein Film, hätten wir aber mehr Granaten. Das ist dauerhaft, ja. Nee, das sind die neuen realistischen Filme. Langweilig. Wir müssten nie nachladen. Das stimmt. Oh, ich dachte, was ist das für ein Gegner? Das war irgendeiner von euch mit dem Super, ne? Ja, ich. Hundert. Danke, Zavala. Der Index ist sicher offline und wir können damit Tech aus dem goldenen Zeitalter nachbauen. Denk dir nur, was wir alles bauen können. Joint. Anastasia, doch sollten diese Informationen je zu einem Problem werden, bist du persönlich dafür verantwortlich. Ich würde es nicht anders wollen. Teleportieren uns mal wieder zum Anfangspunkt. Ja, so erstmal hier. Ah, heroische Hellasbecken. Haben wir gerade freigeschaltet. Dann schaue ich mal auf die Karte, was ich da finde. Da ist gleich ein Event und da geht auch die Quest weiter. Dann machen wir doch erst das Event und dann die Quest, oder? Wenn es nicht wieder Einspeiseeinlage ist, weil das hatten wir letztes Mal schon zweimal. Ja. Ach, die macht aber so viel Spaß. Naja. Wo seid ihr hin? Ich hab uns geportet. So wieder zum selben Punkt, wo wir eben waren. So wie du es wolltest. Okay. Aber Eskalationsprotokoll, also was anderes. Oh. Oh, ich bin tot. Mhm. Außerdem ist eine Daily Quest. Oh, wow. Außerdem ist eine Daily Quest hier. Die haben so komische zu machen. Symbole an sich dran. Ich glaube, die sind stärker. Und gleich ist die Zeit vorbei. Ich weiß noch nicht so ganz, was wir machen sollen. Wir müssen einen Schattenriff deaktivieren. Wow, die hauen ja rein wie sonst noch was. Das ist jetzt die zweite Welle, da werden sie immer stärker. Aber was ist denn jetzt das Schattenriff? Weiß ich nicht. Abgeschlossen, aber haben wir irgendwas gewonnen? Ich habe das Gefühl, wir haben nichts gemacht. Irgendwo eine Kiste erschienen. Ein Kriegssatellit ist gerade in der Gegend abgestürzt. Was? Sollten Hüter diesen Kanal empfangen? Ich könnte eure Hilfe bei der Datensammlung gebrauchen. Mhm. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Okay, ranstellen in den Kreis, um den zu teleportieren. Ja, so funktioniert Technik. Angriffsprotein gestartet.
Der Speer sollte jeden Moment hier sein. Der Speer oder der Speer? Aber zumindest jetzt noch ein paar andere Spieler hier. Das ist ein großer, Heini. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Vergiftet. Wir müssen da raus. Wenn nicht, dass keine Gegner kommen. Ich habe gerade einen Super gezündet. Da. Rasputin hat Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier sein. Den Speer. Na, warte mal. Ich finde eine Valkyrie. Hallo. Gegner? Gegner? Da, Gegner. Schickt einen Oger rein. Rasputin hat Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier Rose, sein. Ist cool. Komm dann gleich mal wieder. Den Raketenwerfer. Alles in so kurzer Zeit geschafft. So ui, da ist ein ganz dicker. War. Aber das ist noch irgend so ein Heini. Yay, Kiste. Rasputin Waffen. Und noch eine Kiste. Ich gebe mal kurz hat sich gelohnt. Ja, kann man zwischendurch mal machen. Ein echt tougher Warlock. Du ähnelst dir. Bist du noch an einem Stück? Ja, ja, mir geht's gut. Hier, ich erhöhe meinen Ruf. So. Hoffentlich bis bald. Ja, hoffentlich bis bald. Ich schau mal kurz auf die Karte. Würde ich sagen, Datenbergung, ne? Hallo? Ich guck gerade einmal ganz kurz mein Inventar durch einen Moment. Dann mache ich das auch, wenn ich kurz dazu Zeit habe. Das hier kann weg. Das auch. Oh. Warte mal, hier ein Impulsgewehr. Die Pistole kann weg.
das zeige ich an. Machen wir einen Raketenwerfer wieder weg. Datenbergung. Oh, hey, ich habe ja schon richtig neue Sachen bekommen, die sich sogar lohnen. Ich habe 3,43. Nee, nee, nee. Er ist 3,38. 3,6. Wieso liegt hier Schnee rum? Hat einer geguckt? Oh, hier hinten ist, glaube ich, noch die Kiste, die ich noch nicht hatte. Und dann bin ich jetzt beim Coolman. Yep. Ich bin gerade echt stolz auf mich selbst.